Fab? Ja, Boss. Na, da bist du ja. Fab, setz dich. Wir haben was zu besprechen. Okay. Wie läuft's denn auf der Straße? Erzähl mir mal ein bisschen was von unserem Business da draußen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, die blauen Pillen, ne? Die gehen gerade richtig ab. War das nicht doch die gelben letztes Mal? Ja, die gelben waren neulich noch die guten und Das Ding scheppert. Das ist ja, übrigens Regina. Wenn sie nicht funktioniert, kann man sie immer noch jemanden über den Schädel ziehen. Absolut, absolut. Du, pass auf, also. Du sagst, die Pillen laufen gut. Pass mal auf. Ich habe mittlerweile so ein bisschen in anderen Businessen da rumgestochert und in andere Gebiete bin ich jetzt vorgestoßen. Ich habe einen privaten Biker-Club gegründet, ja. Wir sind jetzt gerade dabei, richtig krasse Dinger zu drehen. Die werden für uns die Geldwäsche übernehmen, ja. Das heißt, wir können unseren ganzen Scheiß von hier darüber schaffen, aber wir müssen trotzdem die Army am Laufen halten. Das ist unser cleanes Instrument sozusagen, um alles, was wir haben, ja, irgendwie auszuwaschen. Verstehst du? Wir müssen die Scheiße ausbrennen. Ja, das ist hier unser Punkt, womit wir sozusagen vor dem Staat Los Santos hier gut dastehen. Verstehst du? Mhm. Ja? Das heißt, wir machen jetzt hier ganz stinknormal unser Business weiter. Wir wollen nach wie vor das Büro ein bisschen ausbauen, ein bisschen größer werden, expandieren, damit der Biker Club zum Beispiel nicht auffällt und immer mehr Kohle scheffen kann. Verstehst du? Das hängt alles zusammen. Ja? Findest du das gut oder schlecht? Du wirkst mir gerade so ein bisschen Ich finde das super. Ich finde das super. Ja, ich finde das super. Das ist schön. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ich mache mal hier direkt einen Job. Ein Hoch auf die blauen Pillen. Ich habe gehört, die roten sollen ins Regime kommen sein. Wenn du Bock hast, kannst du da mal irgendwie ein kleines Näschen von schniefen oder so. Ich habe gehört, die Pillen darf man sich durch die Nase reindrücken. Also direkt so da durchs Nasenloch so. Ja, genau. Kannst du mal. Kannst oder ins mal Ohr. Rein. Kann man auch machen. Kann man, gehört. Und was mir überhaupt nicht gefällt, Fab, ganz kurz, die Waffen hier, die machen mir ein bisschen Angst. Also ich toleriere wirklich alles, ne? Der Kubaner wollte noch vorbeikommen. Und er wollte die Dinger erstmal anfassen und deswegen musste ich eine Kiste herbringen. Obama? Der Kubaner. Also ich hab schon Obama. Ja, gut, ja, der kommt auch noch. Der hat jetzt bald keinen Job mehr und wir haben ihm schon ein Angebot rausgehauen. Also er könnte mal ein bisschen. Der könnte doch für uns arbeiten, Alter. Barack Obama könnte doch für uns ein bisschen hier so alles managen. Seine Kontakte sind sehr viel wert, ne? Weil der kennt jeden so und. Ich sag mal, so im Extremfall könnte der Biker Club ihm auch helfen, das Weiße Haus zu säubern, ne? Guck mal hier die blauen, weißt du? Ich sag's dir. Alter, sauf nicht so viel. Rein. Ich mach mal kurz Job hier klar. Und ganz ehrlich, kannst du mir mal einen Gefallen tun und hier, wenn du schon irgendwie Geldscheine durch die Gegend wirfst, die wenigstens wieder aufheben hier auf. Guck mal, wie das hier aussieht auf meinem Schreibtisch, das ist ja furchtbar. Mann, oh Mann, oh Mann. Stopp mal, das ist dein Schreibtisch. Ja, aber meiner, du kannst ruhig mal meiner ist da hinten, ja? Da hinten. Du hast mich extra auf den billigen Platz verwiesen und dafür ist meiner aber aufgeräumt. Weißt du, warum deiner sauber ist? Weil du deinen ganzen Scheiß im Büro verteilst. Super. Weißt du, Augen aus dem Auge. Mein Schreibtisch hier ist völlig in Ordnung. Außerdem habe ich immer einen schönen Blick hier für. Wir bringen mal was ins andere Lagerhaus. Wir haben ja zwei mittlerweile. Wir machen mal hier, zack. Okay, bist du soweit? Wir müssen jetzt die Spezialfracht abholen. Sind Betäubungsmittel, denn unser Biker-Club ist ja momentan groß im Handel. Betäubungsmittel gehen gerade weg wie nichts Gutes, wie warme Semmel, du. Boah, eklig. Entschuldigung, Boss, hab Platz. Na, was ist eigentlich mit dir und Brenda? Sie guckt dich mittlerweile nicht mehr an. Habt ihr euch gestritten? Ja, alles in Ordnung. Mit Brenda ist alles cool. Ja. Echt? Also ich sehe sie immer nur eine nach der anderen rauchen irgendwie und dann das Ding auch gegessen. Ey. Also irgendwie, das Gefühl zwischen euch sind sexuelle Spannung. Ich weiß es nicht. Also das, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, ich finde das schön. Wäre geil, wenn ihr endlich mal die Finger voneinander lassen könnt, ne? Ich bin oben und werde mal kurz einen Helikopter arrangieren. Und dann richtig hier versuchen, dich abzuholen. Ich weiß gar nicht, ob hier einer steht. Ich sollte mir mal einen kaufen, der hier permanent steht. Wo bist denn du? Ich hab ein bisschen Angst, dass die Leute mich da irgendwie straight wegholen, so. So, ich lande mal hier. Okay, ich lande. Ich hab den Heli. Ich komme. Vorsicht. Was machst du denn da? Du musst doch hier runter. Schnell, ja, das kriegen wir hin. Schnell. Zack. Wo müssen wir denn hin? Da hinten, okay. Und weh, du isst den ganzen Kaviar. Ich habe gesagt, ein bisschen dran nippen und an einem Champagne, ja, aber nicht alles essen, okay?
Und nicht austrinken. Oh, ist ein guter. Da ist ein Dom Perignon, Alter. Die Nase rein dumpen. Ach. Mh. Oh ja. Yum, yum. Yum, yum. Lecker, 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 doch. Ich hab schon mal die Knarre im Anschlag, ne? Auf jeden Fall, das. Kriegst gleich mal meine Handkante in den Nackenanschlag, wenn du so weiter redest hier. Geil, wie du dich da aus dem Fenster lehnst, oder mit deinem Headset, das gefällt mir. Ja. Das ist, muss sein. Ja. Nicht so schaukeln, sonst kann ich nicht so gut treffen. Ja. Also, falls da unten. Wir wissen ja noch nicht, was uns da erwartet, Boss, ne? Du weißt ja. In letzter Zeit, gerade wenn es um die Pillen geht und so, das ist. Oh, was steht da? Also, ich bin enttäuscht. Ich besorge dir einen Laptop mit sicherem Zugang zum schwärzesten Markt der Stadt und du zeigst nicht mal genug Eigeninitiativen, die darauf Pornos anschauen. Ja, Pornos, das ist von LJ, der passt auf das Biker-Office auf. Ah, okay. LJT. Erledige die Helikopter, hörst du? Kriegst du das hin? Soll ich landen? Ja, wir landen mal lieber. Ich hab, glaube ich, sogar noch ein Lenkraketen-Ding jetzt. Ja, hab ich auch. Okay, siehst du, wir machen das relaxed, Alter. Man muss doch nicht gleich hier den Luxushelikopter aufs Spiel setzen, ey, nur wegen so einer Nummer, ey, weißt du? Ich glaube aber, dass die von uns wegfliegen. Wir hätten vielleicht. Ja, ist doch kein Problem, Alter, kriegen wir trotzdem. So, den einen habe ich da schon mal. Nee, oder auch nicht. Scheiße, die sind jetzt zu weit weg. Oh, doch, einer ist hinterher. Einer, aber. Ja, ich flieg mal hinterher hier. Sag eins, schnell. Fab, schnell! Ja, ich bin auf Weg. Schnell! Ich meine, du kannst auch versuchen. Wenn du rechts neben die fliegst, weil ich bin auf der linken Seite. Meinst du den Headshot zu geben? Dann kann ich versuchen, rauszuballern. Ja. Du weißt doch, der Chef hat den Pilotenschein gemacht, Alter. Ich krieg das hin, ey. Ich krieg das hin. Believe me, man, I'm gonna do this. Oh Gott. Bam, kurz aufgeditscht, Alter. Kein Problem. Okay. Ey, ich hab's drauf, Mann. Ich bin ein geiler Master, Alter. Das ist halt so, weißt du? Du brauchst einen egozentrischen Chef. Das ist wichtig, Alter. Das ist eine Lektion fürs Leben, Alter. bitte auf der rechten Seite, ja, Moment, das ist jetzt die linke Seite. Wir müssen erstmal aufschließen, warte doch. So, wir nehmen uns erstmal in den schwarzen vor. Ja. Oh Gott, Alter, die schießt zurück. Warte, soll ich weiter runter? Ja, vielleicht ein bisschen. So, ist okay so. Hab schon mal den einen Schützen. Guck mal, das Ding abstürzt. Ja, wir kriegen aber auch ein bisschen was ab im Moment. Ich muss mal den anderen Helikopter. Jeeha! Da ist gerade schon wieder einer rausgefallen. Ja, ich seh's. Oh my gosh. Schieß, 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 schieß. Ja, ich tu's. Hab ihn erwischt, den Schützen. Das war's, oder? Nein. Achso, der Heli fliegt noch. Warte. Vielleicht ein bisschen. Ja. Dann machen wir kurz den hier. Nein! Und dann ist das Ding gegessen. Wir brauchen den Heli doch noch. Okay, warte, ich dreh mich mal so ein bisschen. So. Wir haben vielleicht ein bisschen weiter vor. Ja. Okay, jetzt ist er hochgegangen. Gut, nice. Okay, wir müssen die Betäubungsmittel schnell abholen. Ja, zuerst mal die, ne? Ich schmeiß dich hier raus, ich flieg dann zu den nächsten, okay? Und wie soll ich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, was war das denn? Alter? Aua, das tat weh! Ich bin gestorben. Echt jetzt? Ich hab kurz Kopfschmerzen bekommen, meine ich. Oh, das ist natürlich schade. Ich versuche mal schnell die anderen abzuholen. Du kannst ja zu dem anderen Paket latschen, ne? Vor allen Dingen wurde das als Selbstmord gezählt. Also, was so. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken, wo ich bin. Obwohl, nee, das krieg ich hin. Kriegst du das hin? Okay, warte. Ja. Das ist hier mitten in den Bergen. Ja, hier auch. Das ist ein bisschen. Und ich habe meine Wanderschuhe nicht mitgenommen, Boss. Okay, gab's diesen alten Trick? Knarre in die Hand. Was für ein Trick? Ah, der geht nicht mehr. Das haben sie. Aber ja, ja, Knarre Trick, in die Hand beim. Alter. Aua! Aua, ich bin voll auf die Fresse geknallt. Knarre in die Hand beim Geschäft in den Bergen. So, Achtung. So, hier los beim Baum müsste das sein. Ah, hier ist die Kiste. Hast du? Also, beziehungsweise, kommst du dran? Zack, hab sie. Nice. Ja, eine fehlt noch. Ja, oh Gott, hier komme ich nicht hoch. Ich hole gleich ab, warte. Nur kurz die Kiste erstmal. Bevor die jemand anders holt, hab ich nämlich gar keinen Bock drauf. Boss, ist der Heli noch heil? Nee, leider nicht. Okay, dann versuche ich mir eine Karre zu organisieren. Ich muss ganz kurz mal hier was klären. Auf den Boden gucken. Komm, kann hier runterjumpen. Jo. So, jetzt muss ich aber nah genug an der Straße sein. Gott, wo kann ich denn jetzt hier hin, dass der Heli hier irgendwie landen kann? Kommt Scheiße. Einer? Wer ist das? Okay, hi. Hallo. Ja, ja, I know. Hier ist ein komischer Freak, der. Ich verzieh mich mal ins Gebüsch. Ah, hier ist meine Karre. Nice. So, wo muss ich hin? Alter, für den Landung, Alter. Erstmal zum Lagerhaus. Was ist denn hier für ein Problem, Alter? Die Textur. Oh Gott! Baby! Das Fernlicht anmachen ist schon Dämmerung.
Okay, ich befinde mich auf dem Weg zum Lagerhaus mit der ersten Kiste. Ja, warte, kannst du mitnehmen? Kannst du mitnehmen? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin gerammt worden von hinten, oh mein Gott! Ah ne, hier ist jemand anders, wer ist denn das? Ja, ist ein Umweg, besorg dir mal eine Karre. Ja, ja. Also es würde ein bisschen dauern, bis ich bei dir bin, weil da müsste ich durch die Berge. Von hinten bin ich dann auch mal schön angeditscht worden, sagen wir es mal so. Natürlich. Um es freundlich zu formulieren. Verglimpflichen, ne? Verglimpflichen? Mhm. Das ist sowas wie... Ja, ich weiß, was das bedeutet. Ich find das Wort lustig! Ich baue ja, das heute ist Abend... Vermöglichbar. Weißt du, das wird vermöglichbar. Das sind so erfundene Wörter, die einfach gut passen, weißt du? Glimpflich. Ja, verglimpflich. Dieses hier wird zum vermöglichbaren... Oh Gott! Irgendwas... Ich werde beschossen, habe ich das Gefühl. Und zwar mit Raketen. Das wäre schlecht. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich nenne das Kind beim Namen. Ohne Scheiße, das ist einer vom gelben Team. Mit dem Heli ist der hinter mir her. Das ist Crap, Alter. Das ist Crap. Ja, ich bin ihm gerade ganz gut mit der Karre schon ausgewichen. Wo ist denn der blöde Heli, Alter? Ja, dann lande doch. Okay, er hat sich selber irgendwie... Model hat sich um ihn gekümmert. Vielen Dank dafür. Wenn der Heli kommt. Alright. Haben wir ein neues Lagerhaus? Stimmt, wir haben ja ein neues Lagerhaus. Wir haben ein neues Lagerhaus. Oh Gott, ich habe einen kleinen Unfall. Naja. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier rankomme ans Lagerhaus. Okay. Ich komme. Da ganz bestimmt nicht durch. I got a helicopter. I'm Mann, was ist das hier? Die Karre ist zu tief gelegt. Jetzt ist die Frage, wie weit ist das Lagerhaus entfernt? Ich hoffe nicht allzu weit. Oh Gott, dammit. Okay, ich habe schon mal eine Fracht abgeliefert. Ich habe noch ein bisschen gestruggelt, bis mein Heli gekommen ist. Denkst, ich bewege mich fort irgendwie mit menschlichen, humanen Transportmitteln wie Autos, Alter. Ist mir gar nicht Luxus genug, ey. Bam, Alter. Soll ich erstmal auf dich warten, Boss? Oder soll ich? Mach das mal. Oh, hier die Europaletten, ne? Die guten Europaletten. Oh, da kommt jemand. Kannst du rauskommen, mir helfen? Ich glaube, der will Beef haben gleich. I'm on my way, Boss. Warte mal. Ja, ich weiß es nicht. Könnte sein. Nee, der fährt. Komm mal vor die Tür. Oder fährt weg. Nee, fährt weiter. Hat noch Glück gehabt für ihn, sonst hätte es ein Problem gegeben hier. Okay, ich bin beim Lagerhaus. Ich muss nur kurz hier irgendwie landen. Ja, ich komme mal kurz raus, nur zur Sicherheit. Ja, eigentlich zum Landen ist hier aber genug Platz, Boss. Ah! Ja, aber du hättest ruhig weiter vorne landen können, Boss. Ja, ich wollte den Heli so ein bisschen verstecken. Hier steigt schon mal den Heli ein, vielleicht. Das wäre ganz nett, bevor der wegspawnt. Weißt du, ganz relaxte Nummer, dann bringe ich kurz den Spaß hier weg. Weißt du, eine zwei Mann haben wir uns holen wir uns die zweite Kiste, die dritte Kiste. Na klar, Alter. Na klar. Bist du ready, Alter? Schmeiß an die Maschine. Ah, die schon. Okay, nice. Ich komme. Okay, weil ich muss einmal rumlaufen. Was macht der hier? Er ist verwirrt. Okay, flieg los. Auf geht's! Und richtig Stoff geben, Alter. Richtig Stoff geben. Ja, wirklich geballert. Ja. Aber ich glaube, das ist Modde, der uns verteidigt. In irgendeiner Form. So, stimmt die Richtung? Ich kann es nicht mehr sehen auf dem Radar. Okay, ist weg. Ich glaube, was passiert? Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber das Paket ist weg. Vielleicht hat sich das jemand anders geschnappt. Das kann gut sein. Vielleicht ist es auch mal zu lange her schon. Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Ich glaube... Okay, wollen wir ins Lagerhaus zurück? Ja, ich bin total verwirrt, Alter. Wir müssen auch. Wir müssen zur Army zurück. Wir müssen zur Army... Ja, dann lande ich mal auf dem Dach von der Army. Ja, also, Leute. Irgendwie ist das Paket mysteriöserweise verschwunden. Ich glaube, es hat sich irgendjemand anders an den Nagel gerissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Orangen hier sind. Juicy Prophet heißt der hier. Ich glaube, ich hetze ihm einfach mal die Biker-Gang auf mal jetzt. Verdammte Axt noch eins. Weißt du, da will man jemand wieder richtig auftrumpfen, Alter, und dann verliert man das letzte Paket. Das kann nicht sein. Naja. Wir können ja Brander mal kurz irgendwie sagen, dass sie mal hier vielleicht direkt einen Heli fest installieren soll. Das heißt fest installieren. Natürlich soll man wegfliegen damit, aber dass der immer da ist. Oh Mann, Alter. Ja, und auf den Anstoß, dass die Army jetzt wieder richtig aufblüht und auch die Biker-Gang, die Army. Ist ja alles eine Brand, die sich da so durchzieht. Weißt du, wir haben so eine Product-Line, die sich da durchzieht. Und meine Katze rage gerade hier ein bisschen, na klar. Und das hat mir gut gefallen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns ein bisschen wieder eingrooven. Und außerdem erzählst du mir Scheiße, von wegen dein Arbeitsplatz ist sauber. Was sind das da? Was sind das eigentlich für komische Actionfiguren hier?
Ja, da ja, habe ich noch mal getestet, wie wir die blauen Pillen am besten verstecken können. Ja, super. Und dann hast du mal so zwei, drei probiert, so beim Testen, ne? Natürlich, ist klar. Ja, das muss ja, ganz ehrlich, ab und zu muss man ja auch mal eine Warnprobe machen. Ich bin absolut gegen Drogen. Ich zieh mir mal einen grünen Saft jetzt erstmal hier rein, den brauche ich, damit ich wieder richtig auf Touren komme, jetzt hier nach so einer Nummer, Alter. Wir haben hier auch noch ein bisschen Bleichmittel, ja, für meinen Anzug. Ja, den brauche ich. Ja, das Bleichmittel. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dann, Fab. Tschüss, Kowski. Tschüss. Hey, Brenda, wie geht's dir? Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen, bitte. Bitte weitergehen. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte weitergehen.